Hallo Ali, wenn du die Formel hier eintippen möchtest in diesem Taschenrechner, und ich hoffe, du hast den auch, dann machst du das folgendermaßen. 1 geteilt durch 12 gleich plus 1 geteilt durch 36 gleich. Dann hast du eine Zahl heraus, die nichts anderes ist als 0,11. Und das sollst du jetzt praktisch einmal umdrehen, also 1 geteilt durch diesen Zahlenwert, und das ist diese Taste hier oben, diese hier. Mit der bringst du den Zähler in den Nenner oder umgekehrt, und dementsprechend bekommen wir dann R gesamt gleich 9 Ohm dabei heraus. Wenn dir die Formel nicht gefällt, kannst du ja auch eine andere nehmen. Du weißt, dass R gesamt aus der Formelsammlung R1 mal R2 geteilt durch R1 plus R2 ist und dementsprechend eingesetzt würde. Das bedeuten 12 Ohm mal 36 Ohm geteilt durch beides zusammen, also 12 plus 36, also 48 Ohm. Und wenn ich das auch nochmal eintippe, muss ich ja zu dem gleichen Ergebnis kommen. AC, alles weg. 12 mal 36 geteilt durch 48 gleich auch wieder meine 9 Ohm. Also ich kann hier rechnen, wie ich will. Die Zahl stimmt, aber das Eintippen ist eben nicht so ganz einfach. Viel Glück bei deiner Prüfung. Bis dahin.